Ich habe hier Mario als Gast heute. Ihr kennt ihn bereits von meinem Schwungprojekt 2021. Wir haben ja das ganze Jahr an seinem Golfschwung gearbeitet und heute haben wir sozusagen das Finale. Wir sprechen über seinen Schwung, wie er sich entwickelt hat und wie man seine Gewichtsverlagerung und seine Slice verbessern kann. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hey, cool, schöner Draw. Perfekt. Mario, wie war deine Saison so? Erzähl mal. Also meine Saison war heuer sehr erfolgreich. Ich konnte mein Handicap von 42 auf 27 senken. Bravo, sehr gut. 15 Schläge, gratuliere, sehr gut, super. Und konnte auch 2, 3 Neunloch-Turniere gewinnen. Super, also es geht was weiter. Was ist mit dem Schlag passiert? Ist der konstanter geworden? Du warst der Mega-Slicer mal. Wie schaut es jetzt aus? Also absolut, mein Schlag ist absolut konstanter geworden. Ich schlage mittlerweile fast keine Slice mehr, sondern komme meistens von innen. Mehr innen an den Ball. Was waren so die Game Changer oder was war das Bild, was sich so bei dir verändert hat, wo mir das jetzt leichter geht? Also ich glaubte immer, ich muss mit dem Schläger hier gerade drauf schlagen. Tatsächlich war es aber leider so, dass ich hier von außen nach innen gekommen bin und dadurch starke Slice geschlagen habe. Okay, und was haben wir da verändert? Also der Christoph hat meine Schwungbahn um 180 Grad gedreht. 180 Grad, ja. Und jetzt ist die Grundidee diese, dass ich hier mit dem Schläger bin und dadurch mehr von innen kommen kann. Das heißt, die Idee war eigentlich hier, um das fertig zu führen, der Schlägerkopf ist jetzt mehr hinter dir. Du siehst, wie der Schlägerkopf halt hinten ist. Und jetzt ist es eigentlich sehr, sehr schwierig, dass du von außen kommst, wenn der Sweet Spot schon so nahe dem Boden ist in der Phase, oder? Das heißt, das ist natürlich eine massive Übertreibung, aber das ist das Gefühl, was Mario hat. Und wenn er jetzt dreht, sieht er, dass der Sweet Spot jetzt mehr von innen an den Ball kommt und jetzt kann er wirklich gleich draufschlagen. Das heißt, die Grundidee war wirklich die, dass du sagst, im Abschwung komplett übertreiben und eigentlich den Schläger so schwingen, dass er in die falsche Richtung zeigt. Genau. Wie hat das Training ausgeschaut? Kannst du mal vielleicht kurz erzählen den Leuten, wie wir trainiert haben eigentlich? Also ich hatte Präsenztraining mit Christoph vor Ort, aber auch, und das war das Gute für mich oder das Schöne für mich als Familienvater, dieses Online-Training, wo ich die Möglichkeit hatte, Videos online hochzuladen und Christoph hat diese dann analysiert. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr gut funktioniert hat, gell? Weil ich kenne das ja von mir selber, ich bin auch Jungvater. Man hat eigentlich nie Zeit, irgendwo hinzugehen, aber ich glaube, wenn man einfach kurz einen Schwung hochladet und dann einfach auf der Rennstand es betrachtet und dann versucht umzusetzen, das hilft, oder? Genau. Als wir deine Schwungbahn verbessert haben, was ist passiert? Ich hatte entweder richtig gute Ballkontakte oder mega fette Treffer. Fette Treffer, okay. Wieso ist das so? Okay. Es ist ja immer so, wenn man beginnt, ja, die Schwungbahn von außen nach innen, mehr auf innen nach außen zu verlagern, ja, da verlagert sich ja auch der tiefste Punkt des Schwungs ein wenig. Und meistens neigt man dazu, dass man vor dem Boden trifft. Und wenn man dann gewohnt ist, dass man jemand ist, der eher, wie es bei dir war, Mario, eher am hinteren Fuß ist, ja, mit dem Gewicht, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man die Schwungbahn korrigiert. Das heißt, man hat eigentlich sich sozusagen ein kleines Ei eingebaut, obwohl es eigentlich besser geworden ist. Das heißt, wir müssten noch eine zweite Sache mitkorrigieren, ganz, ganz wichtig. Und das war eben die Druckverlagerung. Und was hat dir da geholfen? Wir haben die Step-Drills total geholfen. Also so Steigübungen, ja, wo man herumsteigt, gibt es da, das muss man dann gleich vorzeigen, aber was gab es da eine Übung, die dir sehr, sehr geholfen hat? Ja, also man geht in die normale Ansprechhaltung, kann man mit Ball oder ohne Ball machen. Dann steigt man mit dem linken Fuß zum rechten, schwingt auf und im Aufschwung steigt man nach links. Während man fertig dreht. Super, gut ausgeschaut. Und fällt die Übung sehr leicht? Leider nicht. Es ist eine koordinativ sehr schwierige Übung. Ja, aber wenn du das trainierst, was passiert dann? Die Gewichtsverlagerung auf den linken Fuß funktioniert viel besser. Ja, und da gab es noch so ein kleines Thema, das wir immer wieder hatten und ich musste dich, glaube ich, ein paar Mal erinnern, aber langsam wird's, gell? Das war der rechte Fuß. Kannst du ganz kurz erklären, was beim rechten Fuß war, Mario? Ja. Also ich habe beim Aufschwung leider den Fuß immer zu gerade stehen gehabt. Hier zu gerade, ja. Und was ist dann passiert? Und im Aufschwung bin ich dann immer so nach außen gekippt. Ja, man sieht hier, dass er hier keinen guten Druck hat am Boden, der ist auf der Außenkante und da kann man einfach nicht gut gegen den Boden drücken. Und das hat dann natürlich dann auch dir nicht geholfen, dass du besser in die linke Seite kommst. Ja. Und da habe ich dann eine kleine Korrektur gemacht. Kannst du ganz kurz erklären, was wir mit der Fußstellung gemacht haben? Ja, die Fußstellung sollte mehr nach außen schauen. Also ein bisschen hinausgedreht, was waren das, 20 Grad, haben wir es nach rechts gedreht. Warum? Weil das eben die Tendenz erzeugt, dass man eher auf die Innenseite mit Druck kommt. Ja, wir haben da auch immer
zum Spaß einmal so einen Ball hingelegt hier auf die Innenseite hier und du hast versucht, mit dem Innenriss den Ball quasi im Setup zu, ja, so ein bisschen zusammenzudrücken, als Gefühl. Das ist natürlich jetzt viel zu stark, wie es jetzt in der Kamera vorzeigt, aber das war das Gefühl. Und wenn er dann so im Setup gestanden ist, mit dem leicht ausgetretenen rechten Fuß und mit dem Fußgelenk so ein bisschen hineingekippt, dann hat er das wirklich, glaube ich, immer sehr, sehr geholfen, dass du dir leichter getan hast, den Druck in die linke Seite zu bringen. Ja. So, wie geht's jetzt weiter, Mario? Also ich werde diesen Winter auf jeden Fall weiter trainieren, nach deinen Anweisungen, die du mir gegeben hast, damit ich mein Zielhandicap unter 20 bis nächstes Jahr erreichen kann. Ja, und falls ihr auch im Winter trainiert, so wie Mario, und von mir ein Feedback haben möchtet, ich habe so ein 30-tägiges Online-Coaching-Programm. Unten in der Beschreibung findest du weitere Informationen. Also, bis bald. Tschüss.